Salü Leif Leit, Alpenmilchheier, wir spielen nächstes No Man's Sky. Wir sind hier bei der Folge 14 und ich werde euch mal etwas erklären, wo ich heute sehen, weil das nicht, wo wir Malaschka waren. Es ist gut für euch gekommen, ich habe eine Zeit lang allein gespielt und ich meine, das ist noch feierlich, nur der letzte Aufnahme und ich habe all das ein bisschen gespielt. Ne? Also ich weiß nicht, ich denke, hier ist mein Exosuit, den hat sich mal schon gut weiterentwickelt. Es ist noch bei 17 Slots. Und wir haben noch eine ganz neue Flieger, weil ich meine, nach gar nicht 4,5. Also Multitool wird schon ein paar Mal geändert, dass das den immer im Moment tun, 10 Slots, alles ausgerüstet. Voilà, wir können direkt Ziel, wir halten unseren Kopf immer so proper, wie es nicht mehr geht. Das heute könnte ich benutzen, für Antimaterie zu machen. Voilà, und Antimaterie kann ich benutzen, für Warpzellen zu machen. Warpzellen, die kann ich am Anfang an den Hyperdriver anladen. Das ist der Treibstoff, den wir brauchen, für uns rum zu reisen. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Also, hier habe ich einen Korvax. Ich habe nicht genug Kohle, um mit dem zu kommunizieren. Ich meine, ich habe den ein bisschen ausgequetscht mit Frohen. Voilà, wir sind auf einer Raumstation. Wir gehen direkt Ziel im Moment. Oder wir gucken, wer das Ziel wäre. Also, wir haben mal ein Ziel da gesehen, ich im Radar. Ich hoffe, ich gehe nicht direkt durchgegriffen. Und ich Eisen am Fall wo. Am Fall wo habe ich Eisen. Das ist gut. Lo fliegt mal gerade Flieger launcht. Okay, wir fetzen mal ein Verlass. Ja, am Anfang könnten die Geräusche von Fliegern eigentlich egal sein. Pududu, du warst schon, du hast einen Schalter, den ich noch besichern kann. Wir sollten nicht kein direkt Ziel, ne? Ne. Moment, sind wir da okay? Das heißt. Was ist das da? Lacht mich gerade an. Okay, nein, Spezielles. Das ist einfach das Tamium, was komisch geleicht wird. Ich meine, das ist einfach das, wenn es im Himmel von diesem System. Was wir machen werden, ist einfach mal weitergehen. Am Moment gehe ich nicht Richtung Zentrum. Ich gehe auf der Atlas-Route weiter. Weil die hat mir im Moment am meisten gebraucht. Und ich probiere da unten die Atlas-Interface zu erreichen. Es gibt einen allgemeinen Fehler am Spiel. Da steht hier immer Network Connection Unavailable. Eben, dafür kann ich nicht wirklich wissen, ob der Planet schon entdeckt ging oder nicht. Ich denke, dass sie noch nicht entdeckt sind. Weil die Planeten schlussendlich alle gut noch zu kreieren sind. Hier haben wir 4 Planeten, 2 Monde. Ich starte den Warp. Weil das braucht sowieso ein Zeitchen. Und ich hoffe, es crasht nicht. Ich hoffe wirklich, dass es nicht crasht, weil wir hatten die Fehler schon oft genug. Und ja. Ich hoffe, dass das gleich geflickt wird mit dem Update, weil das Spiel ist ja noch ganz neu. Eben. Ich verzeihe so Fehler am Anfang, weil so eine Testphase gehabt natürlich mehr. Die Sachen, die gehe ich klar, wenn mehr Spieler zusammen spielen. Weil ich muss so ein Main-Konsole zum Beispiel eigentlich schon gerne. Ich weiß nicht mehr, ich denke PSW nach von dem also die lebt durch die Probleme, ne? Das ist ein allgemeines Problem mit all möglichen Elektronik heute Stars. Das sind nicht wirklich lang halen. Okay, du machst schon mal eine Space Anomalie. Das werde mir also gucken dann. Hallo mal schönes System. Oh nice, der Teil war das da. Iridium, nice. Hey, flit Iridium runter. Ist noch so ein Kristall da? Nicht direkt. Bon, ich meine, wir gehen aber Richtung die Space Anomalie. Ich will euch nämlich hier an dieser Sendung ein bisschen interessante Sachen weisen, weil No Man's Sky muss ich leider so ein als Key-Spiel für wirklich großartig zu Let's Playen. Ne? Wenn etwas Interessantes zu gesehen hast, ja, dann ja. Mir ist es ein bisschen schwer. Das ist ganz cool, was man da vorne tun. Weil wir fliegen an die Anomalie hier ran. Gehen wir mal gucken, was da so geht. Voilà, da sind wir am Autopilot, ich lenke gar nicht mehr. Die letzte Kehr, wo ich so einen Platz begegnet sind, wo ich geleert wie in den Atlas passen möchte. Aber seitdem ist es doch so, dass mein
Meng Stocks robgange sie weil Natalas Pass den und Schei ausgerüst. Dat das einfach bis für den so bastelt. Das am Crafting Rezept gehen, den ich gelehrt und ganz einfach zu machen. An am Gegensatz vom Bypass Chip für zu hacken, den Atlas Pass, den neben verschiedenen Spezialdieren ob möchte. Ja, ist hier am Hai. Auf so einem Platz habe ich schon etwas gelehrt. Rebonjour! Bringst mal stellst mal komisch freuen. Okay. Repeated visitor welcome. Assistance again. Return you to Atlas Control. Find Galactic Core meaning. Help you on journey this side. Okay. Nada is the reveal. A Kavax priest somehow free to group and mine. Blah blah. Okay. Ich kriege Römer Schwab. We return to the fixed pad of the Atlas. Find black hole to carry me to the galaxy's core. Or accept the gift and aid me in my own travel. Also. Ich weiß, wie mein Reis weitergeht Richtung Atlas. Wäre interessant, wenn ich etwas hat, was bei der Exploration gegen Hölle fällt. Ich hol mal da atmet. Ich gut. Wow. Etwas werde ich schon tun. Du bist nützlos. Pfff. Also hier hast du cool. In der Seite ist ein Spezialist Polo. Polo der Spezialist, der nur das Beibrüche für ihren Atlas passen möchte. Level 1, ich hoffe, die bringt mir bei, wenn der Level 2 möchte. Dann happily as a approach, apparently convinced I'm some kind of kindred spirit in blah blah blah. Aha. Okay, ich bring da Words Collected Level 3 oder above. Ja, ist hier ein gut Steck drüber. Ganz gut Steck drüber. Oh, nicht so cool, das Kerl. Ich kann mal an, dass mein Pistol ricochet hat, ich das nicht schon. Also ich meine Schüsse selbst ähnliches auf jeden Fall. Schon mal kein freier Platz. Ich muss mal gucken, was ich da hin. A Range Boost für mehr Scanner. Ja, mehr so eine Sache, die mich nicht so stark interessiert. Was kann denn heute waschen? Impact Damage, ja. Ich will gerne etwas waschholen und etwas Besseres draus machen. Wieder mich mal noch gucken, was ich so vorne kann. Die Lust noch nicht mehr viel zu schwatzen, ne? Hey, komm nicht nicht viel rum. Hey, weil ich gab es, ja. Aha! Ich hoffe, dir ist besser. Ah, Neng Slots. Mining Beam verbessert für den Kampf und den heute nicht schon der Ricochet gebaut. Scanner Level 3 können vergleichen, muss ich ja nicht direkt kaufen. Schön E-Slot mehr. Ich muss eine Granate unbedingt abbauen an den Analyzer. Dann hätte ich nicht mehr noch einen Platz frei und dann hätte ich. Nee. Schwellen sie leider nicht. Ja, voilà, so finde ich am Spiel eigentlich neue Sachen. Die Platz ist interessant. Ich weiß nicht, ob ich alles entdeckt und was heute entdecken ist. Mit der kann ich nicht mehr schwätzen, da schießt ein Keier. Also gehen wir zurück. Wir haben alles gesehen, was da ist. In dem Fall, ich habe eine kleine Routine abgebaut. Okay, interessant. Weißt du mal, warum hat der Anomalie? Oh, wer auch immer. Ich meine, es scan. Und gleich müsste ich eine Meldung kriegen. Und da ist ein Raumschiffstation. Ah, ne, das ist kein Raumschiffstation. Ah, doch, doch. Und da gehen wir Richtung der komische Planet, die sieht ein bisschen dood aus. Ah, sind sie nur. Voilà.
Lohnt sich auch gelehrt, wie ihr bremst, ne? Was schwer das, PC-Spieler, wenn eben Freecam ugemäht rausfand, dass ich eigentlich gar nicht kann, ist das Nagang? Ich meine nicht. Dass ich eigentlich gar keine Screenshots kann schießen, so vom Weltraum, wenn ich so flieht. Wenn ich in Freecam möchte und die Kamera da frei rundherum bewegt, dann gesagt ihnen, dass eigentlich gar kein komplettes Raumschiff gewendet wird, mehr just die Cockpit. Hannen drohen, wenn ich sich nur drehen könnte, dann wäre du nicht, absolut nicht. Und ging ihn einfach in den Weltraum rausgesehen. T-Shirt kann ich keine so flotte Screenshots leider scheiße, wie ihr rundherum flieht. Das ändert nicht im Spiel direkt mit das, ja. Also, ich gehe mal hier rauf, dass etwas, was ich hier eben davon profitiere, seit ich den Atlas Pass Level 1 tun. Die halten dir, weil ihr zu. Hallo? Ganz einfach. Ich kriege die ab und ich komme hier ran. Hier ist immer eine Rucksacksverbesserung. Die gibt uns einen zusätzlichen Slot, voilà. Zack, natürlich bezahle ich die 50.000, das gut nicht. Merci für den extra Slot. Und das geht 400, das gefällt mir. Ich habe gerne die Kurve geräumt. Schön den Dynamic Resonator, das ist eigentlich für den Titan zu flicken. Ich brauche Iridium und Koffer. Koffer finde ich relativ einfach, Iridium. Und ich gesehen, dass er rundherum flitt. Das könnte praktisch gehen. Also, ich gucke jetzt, was hier nach Götter brauche. Ein Atlas Pass Level 2 oder 3. Für die Weiterdieren. Dafür kommt ich da nicht weiter. Ich will jetzt ein bisschen cool machen, weil ich treffe regelmäßig Aliens und da kann ich nicht mit denen interagieren. Wenn ich nicht etwas tun für sie und sie locken. Wow, den ist cool. Was kannst du das? Sieht groß aus. Was soll ich? Was tut denn um den Kopf? Gagjoy Trading. Wahrscheinlich Raumschiff. Schöne Bissnaps gelehrt von der Spruch. Wow! 31 Slots. 6 Millionen. Den wäre super. Wow, ich hätte so gerne geholt, wenn ich Geld hätte, ne? Ja, ja, ich muss mal einfach nicht direkt drauf springen, weil ich meine, wenn ich Geld bis hier das heute hole, da werden noch bessere Modelle rundherum laufen. Ich gucke just, was den so mal alles aufkauft. Die holen heinst du andere Preise und wie den intergalaktischen Marché. Also, Iridium kann ich ja gut verkaufen. Schön, aber 200 brauche ich den nicht für ihren Apples. Boah, ich krieg noch nicht extra viel dafür. Dafür ist das nicht so interessant. Ne? Boah, ich muss so nicht mal nur just da gewesen, was ich bei mir habe. Ne? Das war der Start dafür. Okay, da kommen dick Flieger rein. Ah, auch so ein Decken. Okay, ich meine, das ist nur Standard. Und den ist gut ausgerüstet, ne? Boah, ich gebe mal den Kabis rüber und geschafft. Ah ja. Eine High Kannstadt nicht machen, leider. Mit geht ein Trick für mich schnell nach 4 zu kommen. Was mich schneller ist wie Sprinten. What? Ah, die sieht so cool aus, was du alle so könnt. 6 Millionen. Du musst aber ein bisschen Gas geben, Max. Okay, hier ist ein Gag-System. Salut. Okay. Ich hätte gedacht, wird für isotoponisch geleiert. Das ist das wahrscheinlich nicht das, was ich fred. Ich meine noch nicht, dass sie den Oxid fred. Ich gehe in dem Datei mal. Yep, das war richtig.
Element unacceptable. Okay, guck mal, was wir heute verkaufen können. Ich finde hier besser Stuff bei mir. Also, hier hat man ja geguckt, den gibt den ärmsten Preis. Ja, schon ein Reif von den Atlas Stone. Ich weiß nicht wirklich, was sie gut sehen. Tamium, ich finde Päckchen bei mir. So viel brauche ich gar nicht. Eisen wähle ich gerne, wenn Häppchen halen, weil das gilt auch als Rüstung. Ne, sowieso krieg ich nicht viel Geld dafür. Dynamic Resonator. Ja, schmecken das besser, um eigentlich Sachen zu bauen. Obwohl, den Dynamic Resonator habe ich extra gekauft, ne? Den habe ich gekauft. Zink, ja, ja, das brauche ich für Sachen zu bauen. Plutonium habe ich ein Päckchen, aber seit der Plutonium-Krise eben aus dem Hund steht immer bei mir. Ah, mei, jetzt sind so viele Sachen, die ich bei mir will halen. Und eigentlich nicht verkaufen mehr als meine eigene Ressource gelten. Hier nämlich die toten Tiere, die sind immer bei dem Level 2 passt so. Ah, ne, Level 3. Okay, sorry. Ja, ne, Tiere und Planet sind Level 2. Die heute sind Level 3, alle 2, ja. Ich habe einen Milestone, ich habe 10 Aliens getroffen. Du bist Nummer 10. Kann ich nicht etwas von dem lehren, noch ein zusätzliches Wort. Ich geh mal Quell. Ich will kein Schild recharge. Ja, sie sind eigentlich ganz, ganz gut mit den Gags, ne? Voila, ich nehme 20 Gegenstände, 90. Super. Okay, na ja, Leute, das heute war No Man's Sky. Eben, ich invitiere euch dann mal anzuschalten für May. Das war Alpenmilch. Schönen Abend noch. Ciao.